Ich stehe hier am Stand der Friedrich Lütze GmbH auf der Hannover Messe 2018 mit Florian Sommerfeld, Produktmarktmanager Cabinet. Herr Sommerfeld, Sie bieten als Zubehör für das Airstream-Verdrahtungssystem den Airblower für ein homogenes Schallschrankklima an. Was genau ist der Airblower? Der Airblower ist eine Lüfterbank. Diese wird im hinteren Bereich des Airstream-Verdrahtungssystems angebracht. Dadurch haben wir durch eine Luftumwälzung ein wesentlich besseres und effizienteres, homogeneres Schaltschrankklima. Wie genau funktioniert der Airblower? Es ist so, dass wir den Schaltschrank in drei Zonen eingeteilt haben, oben, Mitte, unten. Der Airblower ist mit einer Elkos-Regeleinheit verbunden. Diese wiederum ist mit drei PT100-Temperaturensensoren verbunden. Diese Temperaturensensoren sind im oberen, mittleren und unteren Bereich angebracht, welche dann dementsprechend die Temperatur messen. Und woher weiß die Regeleinheit, wann der Airblower eingeschaltet werden soll? Der Kunde hat die Möglichkeit, bei uns auf der Homepage die Packedware, also die Installation der Software, runterzuladen. Und mit dieser Software kann er dann die Regeleinheit parametrieren, also kann dann die Maximaltemperaturen, die im Schaltschrank erreicht werden sollen, dementsprechend schon voreinstellen. Und somit weiß auch die Regeleinheit, wann sie den Airblower ein- und ausschalten soll. Welcher Effekt wird mit dem Airblower noch erzielt? Gut, dadurch, dass wir ja mit dem Airstream-System ja sowieso eine offene Verdrahtung haben, die Kabel frei sind und nicht durch störende Kabelkanäle behindert werden, haben wir halt durch diese Luftumwälzung auch den schönen Effekt, dass die Kabel auch gleichzeitig noch mitgekühlt werden, weil die können ja teilweise auch sehr warm werden. Ja, und dann gibt es in Schaltschränken aber auch Zusammenstellungen von Komponenten, die eine aktive Kühlung von außen unabdingbar machen. Wie kann der Airblower hier weiterhelfen? Das ist richtig. Also es gibt natürlich bei manchen Geräten, die so eine sehr, sehr hohe Wärmeverlustleistung haben, kommt man um ein Klimagerät nicht drum rum oder um sonstige aktive Kühlungsgeräte. Man kann aber trotzdessen mit dem Airblower hier definitiv helfen, indem man ganz einfach ein kleineres Klimagerät zum Beispiel einsetzt, weil die Leistung ganz einfach eines kleineren Klimagerätes ausreicht. Wie kann der Kunde herausfinden, welche Möglichkeiten zur Schaltschrankklimatisierung er verwenden kann? Wir bieten ebenfalls auf unserer Lütze-Webseite das kostenlose Wärmesimulationstool AirTemp an. Dort hat der Kunde in vier kurzen Schritten die Möglichkeit, die Temperatur, die in seinem Schaltschrank entstehen, zu berechnen. Und gleichzeitig kann zum Beispiel ein Schaltschrankbauer diese Berechnung auch als Bauartnachweis nach der DIN-Norm verwenden. Vielen Dank für das interessante Gespräch zum Thema Schaltschrankklimatisierung.